Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 60, erschienen am 11. Februar 2022. Vor 3 Monaten, am 11. November 2021, ist Matthias Maurer ins All gestartet. In dieser Episode schaue ich mit Volker Schmidt vom DLR zurück auf den Start der Mission und Experimente an Bord der ISS. Danach sprechen wir auch noch ein wenig über die Zukunft der ISS, denn da gibt's Neuigkeiten. Zum Schluss gibt's wie immer ein paar Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Am 11. Februar 2022 ist Matthias Maurer 3 Monate im All und das ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, mal über den Stand der Mission Cosmic KISS zu sprechen. Dafür begrüße ich nochmal Volker Schmidt, den DLR-Missionsmanager für diese Mission. Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Naber. Sie waren hier im Podcast ja schon mal zu hören. In Episode 55 haben wir uns schon mal über Cosmic KISS und eben auch über Ihre Aufgaben da unterhalten. Würden Sie sich trotzdem bitte noch mal kurz eben vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Volker Schmidt. Wie gesagt, ich arbeite seit 1996 im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und seit gut 20 Jahren in der Raumfahrtagentur eben und bin seit mehr als 10 Jahren für astronautische Missionen zuständig, habe beide Missionen von Alexander Gerst geleitet für das DLR und für die deutschen Inhalte und mache das jetzt auch für Matthias Maurer. Von Beruf bin ich Raumfahrtingenieur habe mich davor, also vor den astronautischen Missionen, mit dem ATV beschäftigt und mit dem Raumstationsteilprogramm CRV, auch natürlich die ISS-Entwicklung und den ISS-Betrieb und alles natürlich so ATV, ATV-Evolution, also die ganzen Transportgeschichten sind mir nicht unbekannt. Sie betreuen die Mission von Matthias Maurer, sagten Sie, und da haben wir jetzt so grob Halbzeit, würde ich mal sagen, nach dem Stand, den ich habe. Da ist ja dann wahrscheinlich schon einiges passiert und da wollen wir mal eben ein bisschen drüber sprechen. Aber vorher noch mal ein kurzer Blick zurück zum Start. Da gab es ja ein paar Verschiebungen, zum einen wegen Wetterverhältnisse, zum anderen wegen einer gesundheitlichen Sache eines Besatzungsmitglieds. Da wollen wir natürlich nicht in Privatsphäre eindringen. Aber wie hat sich diese Verschiebung irgendwie ausgewirkt? Ja, eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist richtig, das war ein bisschen eine Zitterpartie, wenn man das mal flapsig formulieren will. Wir waren am Cape und das wurde, ich sag mal, in Intervallen so zwei Tage immer wieder verschoben. Und dann wurde das Wetter ungünstig und dann hat die NASA eben entschieden, zuerst Crew 2 zurückzuholen. Gerade auch wegen Wetter, weil in schwerer See oder in was da befürchtet wurde, eben ist natürlich eine Bergung dann schwierig und manchmal sogar unmöglich. Und deswegen, da wird eben nichts dem Zufall überlassen, sondern da geht Sicherheit vor und das ist auch richtig. Deswegen hat sich halt das verschoben. Dann auch wegen einer leichten Krankheit von Crew 3. Ausgewirkt hat sich das eigentlich nicht. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man diese 10 Tage noch gehabt hätte, sage ich jetzt einfach mal, aber durch gutes Umplanen konnte alles abgefangen werden. Jetzt außerdem muss man bedenken, dass wenn die neue Crew kommt, sind die Tasks für die Neulinge in Anführungszeichen nicht direkt volle Pulle, sondern man wartet, bis die sich ein bisschen eingelebt und akklimatisiert haben. Wenn man Dauerschwerelosigkeit hat, braucht man schon mal ein paar Tage, um sich da einzustimmen sozusagen. Und Alexander Gerson hat das nach seiner ersten Mission berichtet, wenn sie neu sind da oben und sie betreten die ISS zum ersten Mal, dann ist das ja eine gewisse Reizüberflutung, auch wenn sie das vorher jahrelang trainiert haben.
der Realität ist dann nochmal, gibt, oder ist vielleicht den Praxisschock, würde ich mal sagen, ja, gibt es da. Und Alex Gerst sagte immer, ja, es ist wie aus dem Feuerwehrschlauch zu trinken, ja, also der unter Druck steht. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Also deswegen braucht es ein paar Tage. Sie sagten, man muss umplanen. Also es ist dann so, dass die Mission faktisch eigentlich ein bisschen verkürzt wird oder verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten und auch der Rückkehrzeitpunkt? Der Rückkehrzeitpunkt bleibt erstmal unberührt. Auch der kann sich natürlich aufgrund aktueller Geschehnisse dann verschieben. Also gegenwärtig ist das der 26. April, aber wir wissen es natürlich noch nicht ganz genau. Auch da kann das Wetter reinspielen im Landegebiet und so weiter. Also das werden wir sehen. Das wird erst kurz vorher festgezogen. Ansonsten verschieben sich die Experimente oder die Pläne linear nach hinten. Aber man versucht natürlich so umzuplanen, dass man, ich sag mal, in der Timeline ist, also in der ursprünglichen Timeline, ja, so weit wie möglich. Und so kleinere Hiccups, die gibt's ja öfter mal. Also umplanen ist Tagesgeschäft, so will ich es mal nennen. Und dann kam ja auch dazu, dass wir kurz nach dem Start und kurz nach Andocken und Beginn der Arbeiten diese Debris-Warnung bekommen haben durch den ASAT-Test in Russland. Und das hat natürlich dann auch für zwei, drei Tage Störungen gesorgt. Man musste die wissenschaftliche Arbeit einstellen. Matthias konnte nicht in seinem Schlafplatz in Columbus auch schlafen, sondern er musste in den Knoten. Die ganzen radial angedockten Labore waren deswegen ja kurzzeitig gesperrt oder nicht begehbar aus Sicherheitsgründen. Das hat sich aber alles wieder eingerenkt und auch da haben wir die Störung, die das, also von den 2-3 Tagen, die haben wir aufgefangen. Ja. Also durch geschicktes Umplanen haben die Kollegen am Boden das alles so hinbekommen, dass im Endeffekt wir nominal jetzt sind. Eben, wer den Begriff ASAT-Test jetzt nicht einordnen kann, da hat Russland eine Antisatellitenwaffe getestet. Ich glaube, so genau, kann man es wohl ausdrücken und hat dort ein Trümmerfeld erzeugt. Und wegen dieses Trümmerfeldes wurden also die Arbeiten an Bord der ISS eben beeinträchtigt. Ja, ganz genau. Und aus Sicherheitsgründen, wenn man anfangs nicht wusste, wie groß ist das Trümmerfeld oder die Trümmerwolke, wie weit sind die gestreut, hat man die Bahn leicht geändert, abgesenkt und den Sicherheitsabstand vergrößert. Und sowas ist natürlich unschön, aber es ging nochmal gut. Sie sagten gerade, dass der Herr Gerst davon berichtete, dass das erstmal so die Ankunft an Bord der ISS so wäre, wie aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Wie ging es denn für Herrn Maurer los? Also ich denke, wenn man da erstmal ankommt, man ist in der Schwerelosigkeit. Ich nehme mal an, dass der Körper ziemlich Stress empfindet und ich schätze, dass man auch mental erstmal schon ein bisschen was verarbeiten muss. Kann man sich da ein bisschen gewöhnen? Wie schnell geht's an die Arbeit? Ja, das ist richtig. Also das ist bei jedem Menschen natürlich anders, der da hochfliegt. Und was wir sehen konnten, die haben ja also 22 Stunden Transferzeit gehabt. Die Kapsel, die flog vollautomatisch und hat auch vollautomatisch angedockt. Und nach dem Betreten konnten wir schon sehen, also dass die Astronauten das gut überstanden hatten und sich auch so weit gut adaptiert hatten, also zumindest an dem ersten Tag. Ja. Und Matthias war ganz gut drauf und er hat also auch die erste Aktion war, er nach dem Betreten der ISS durfte er sofort in die Cupola und die Luke öffnen und rausgucken, weil er sich das gewünscht hatte und er wollte diesen Blick haben und er war dann für ein paar Minuten halt dort und wir haben ihn dann bei der Begrüßung durch die NASA-Administratorin, durch Katie Lüders und auch durch Josef Aschbacher. Also der sah sehr gut aus und hat sich sehr gut akklimatisiert und im Endeffekt konnte er dadurch auch dann relativ zügig an die Arbeit gehen. Und ich sagte ja schon, es ist jetzt kein Powerprogramm von Beginn ab,
Matthias hat die ersten 2-3 Tage natürlich nicht so ein Programm gehabt wie jetzt heute zum Beispiel. Man muss sich erst eingewöhnen und die Tasks sind dann leichterer Natur. Man kriegt erstmal eine Sicherheitseinweisung drin, wenn man angekommen ist. Und man macht so einen Stationstour, kurzen Rundgang. Wo ist alles? Wo sind die Notfallgeschichten, um einfach das nochmal aufzufrischen? Auch das hat man trainiert und dann versucht man, langsam reinzukommen. Also 2-3 Tage muss man den Leuten zugestehen. Und dann werden die Tasks natürlich mehr und auch, bis man sich zurechtgefunden hat, wo alles ist, wo ist Stowage, weil man hat ja dann Dauerschwerelosigkeit und man hat ja 5 oder 6 Seiten, wo man sich pro Modul orientieren muss, ja. Und das ist nicht ganz einfach, auch wenn man das am Boden x-mal trainiert hat. Und das dauert ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber mittlerweile ist das super. Also ich habe gestern noch mit ihm telefoniert und er sagte, ja, ihm geht's gut, er hat super viel Spaß an der Arbeit und er arbeitet das Programm volle Touren ab und der macht sehr, sehr viel auch am Wochenende, also praktisch was auf der Taskliste übrig bleibt, so die ganzen Videobotschaften, Education, also Nachwuchsförderung und solche Geschichten, Nachwuchsprogramme, das macht er oft am Wochenende, ja. Und mittlerweile hat sich das sehr, sehr gut eingespielt und deswegen, das ist ja auch der Vorteil des Menschen, wenn man ist flexibel und kann dadurch natürlich sehr, sehr viel auffangen in der Timeline, durch geschicktes Handhaben. Also das klappt sehr, sehr gut mittlerweile. Ja, da ist ja jetzt so ungefähr grob Halbzeit dann schon einiges gelaufen. Gibt es da Experimente oder Meilensteine, wo Sie sagen würden, das ist es auf jeden Fall wert, davon zu erzählen? Also ich habe mir selber ein paar aufgeschrieben, aber erstmal fällt Ihnen konkret irgendwas ein, wo Sie sagen, Mensch, das ist was Besonderes? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten Anfang letzter Woche Beton auf der ISS und Matthias hat Betonproben, also gewässert und durchgemischt. Beton ist ein sehr komplexer Werkstoff. In der Kristallisation oder Aushärtung am Erdboden dauert das viele Wochen, manchmal sogar Monate. Und in der Zeit sinken ja schwere Elemente auch am Boden. Ne? Beton fließt, auch wenn er breiig ist noch und Richtung Erstarrung geht. Und auch später hat man Fließprozesse. Und jetzt hat man da oben ja, genau das will man untersuchen, eben keine Schwerkraft und er kann sich nicht entmischen. Also man sucht den optimalen Beton mit verschiedenen Verhältnissen von Sand, Wasser, Zement und manchmal so ein paar Additive noch. Und das wurde eben in 65 Proben jetzt untersucht. Das lässt man erstarren und diese Proben, die bringt man dann wieder mit zum Erdboden und untersucht sie dann mit Schliffbildern, also den Gefügeaufbau, wie ist der beschaffen, feinporig, grobporig, wie ist das Material erstarrt, wie hat sich das ausgebildet, wie ist die Tragfähigkeit, da können wir auch Proben, also Belastungsproben vielleicht sogar machen. Das Ziel ist, auf der Erde den Fertigungsprozess so zu steuern, damit man eben möglichst nahe dem optimalen Beton jetzt kommt. Ja, also optimaler Beton ist hohe Tragfähigkeit, minimaler Masseneinsatz und also dadurch wenig Beton bei hoher Tragfähigkeit, praktisch populär gesprochen. So, und wenn man, das hat auch einen positiven Effekt, natürlich die weltweite Zementproduktion, das sagen Experten, die trägt so ungefähr zu 1/7 der gesamten CO2-Emissionen auf der Erde bei. Und das ist ja schon also eine sehr, sehr große Hausnummer. Wenn ich mich richtig erinnere, auch das sagen die Experten, ist das ähnliche Größe wie der Verkehr weltweit. Ja. So, und da hat man natürlich schon ein gewisses Potenzial, gerade im Klimaschutz und natürlich auch im Umgang mit den Ressourcen. Sand ist ja auch eine sehr begehrte und sehr knappe Ressource mittlerweile, ja. Und die ist notwendig für Beton. Und da haben wir
Da sind wir sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse, die das dann bringt, wenn der Beton runterkommt. Also das ist hervorragend gelaufen. Da haben die Kollegen, die das betreuen, extra bestimmte, ein besonderes Gefäß gebaut, und wo man das dann auch bewässern und sauber durchmischen kann. So mit so einem kleinen Quirl. Das muss ja sicher sein. Also Wasser und gerade Zement, wenn das irgendwo reinkäme, das in den Luftfilter oder sonst wo, das will man nicht haben. Deswegen musste das absolut sicher sein. Also das ist gut gelaufen. Da sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse. Übrigens haben wir auch 5 Proben mit einem sogenannten Mondsimulat dabei. Das heißt also, wo der Zement oder der Sand praktisch vulkanischen Ursprungs ist, so wie er auf dem Mond auch vorkommt. Natürlich haben wir hier auf der Erde bestimmte Quellen in vulkanischen Gebieten, wo wir so mondähnliches, regolithartiges Gestein gewinnen können. Und 5 Proben eben auch, da haben wir sozusagen ein Mondzement gemacht. Ja. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wir für spätere Mondhabitate und Basen mal so vielleicht dort vor Ort die Ressourcen nutzen können. Auf dem Mond gibt es auch Wasser in den dunklen oder ständig abgedunkelten Kratern, ja, wo kein Sonnenlicht reinfällt, das gibt's. Und dort könnte man in situ vielleicht Wasser gewinnen und dann mit dem Mondregolith auch dort Zement herstellen und ihn dann für den Bau von Infrastrukturen verwenden. Über mobile 3D-Drucker oder wie auch immer. Das wird die Zukunft zeigen. Wow, da hat man dann also ja 2 Fliegen mit einer Klappe eigentlich. Eine irdische Anwendung und eine Anwendung im All. Für die Hörerinnen und Hörer möchte ich eben ergänzen, dass das DLR ein interessantes kleines Video veröffentlicht hat über die Betonherstellung auf der ISS, wo eben auch diese Mixbehälter und die Zwecke ein bisschen erklärt werden. Und da nochmal werden erwähnt in der entsprechenden Meldung des DLR, dass der weltweite Kohlenstoffdioxidausstoß rund 38 Gigatonnen sei und davon ungefähr 3 Gigatonnen für die Herstellung von Zement anfallen. Und wenn das eine Schraube ist, an der man drehen kann, dann wird man da natürlich einen ziemlich unmittelbaren Effekt haben. Ja, absolut, absolut. Das ist, kann, ja, eine Facette sein im Klimaschutz, wenn es uns gelingt, die Prozesse so zu verbessern. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen, aber ich sag mal, man muss beginnen. Ja, wenn man immer zuwartet, dann wird das nichts, sondern man muss einfach mal anfangen. Und da sind wir sehr, sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tut. Ja. Weiter haben wir im Programm, also wir haben sehr viel schon abgearbeitet in der Mission. Wir haben den EMS-Anzug zum Beispiel. Das ist, also jeder kennt so ein Tänzgerät oder Vibrationskissen, die Muskel stimulieren und jetzt hat man da wie so einen kleinen Radleranzug, der mit elektrische und elektromagnetische Kissen eingewoben hat, wo man dann im Endeffekt die Muskeln stimulieren kann, und das soll den Sport ein bisschen ersetzen, also in erster Näherung, sage ich mal, weil wenn jeder Astronaut 2-2,5 Stunden am Tag Sport betreiben muss, und das müssen sie in der Regel, um Muskel und Knochen und Immunsystem gesund zu halten, die negativen Effekte der Schwerelosigkeit, dass man denen damit begegnet. Wenn man es schafft, zum Beispiel mit so einem EMS-Anzug vielleicht eine Stunde Sport einzusparen, dann hat man auch wieder viel für die Wissenschaft gewonnen. Dann hat man fast, wenn das 8 oder 7 Astronauten waren, dann hat man fast einen ganzen Tag gewonnen, ja, einen Wissenschaftstag. Und den Anzug kann man nämlich bei der Arbeit tragen. Ja, also das ist so das Ziel. Und das soll untersucht werden, wie gut das anschlägt, wie gut das praktisch sich niederschlägt in der auf dem Metabolismus. Und Matthias macht auch oder trägt diesen Anzug auch praktisch außerhalb der wissenschaftlichen Arbeiten, eben um das Ganze
Programm da zu unterstützen, um so weit wie möglich zu kommen in den Ergebnissen, um zu zeigen, okay, geht es nicht. Kann man Sport reduzieren in Zukunft auf der ISS, um eben für die Wissenschaft noch mehr Zeit rauszuholen, ja, um das noch besser zu nutzen. Also da sind wir auch sehr gespannt. Da sind ja jetzt diese elektrischen Kissen eingebaut und der Herr Maurer hatte mir in einem Gespräch mal gesagt, dass da durchaus Impulse laufen, die eben dazu führen, dass der Muskel eben tatsächlich, also man spürt nicht nur ein Kribbeln, sondern der Muskel muss sich einmal anspannen, damit es funktioniert. Hat Herr Maurer was dazu gesagt, wie er das empfindet? Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft der Anzug diese Impulse gibt. Kann mir aber vorstellen, dass das auf Dauer auch irgendwie nervt oder anstrengend. Hat Herr Maurer dazu was gesagt? Also mir ist nichts bekannt. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht direkt dazu befragt. Das müsste man die Wissenschaftler fragen und die da habe ich noch keine Rückmeldung. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das erstmal auch da eine Umstellung ist und vielleicht eine Eingewöhnungsphase bedarf. Und das kann auch nerven, das mag ich gerne zugestehen. Vielleicht geht's auch nicht in der Ausprägung, wie es beabsichtigt ist. Aber das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck auch eines Experiments. Auch wenn es nicht klappt oder wenn das Ergebnis scheinbar negativ ist, hat man oft mehr gewonnen wie bei einem positiven Ergebnis. Weil man weiß dann, okay, den Weg kann ich nicht so weitergehen, ja. Ich muss neu nachdenken, muss neue Hypothesen aufstellen und vielleicht andere Methoden ziehen. Also kann durchaus sein, ja. Aber ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Also ich könnte mir vorstellen, und selbst wenn man nur eine halbe Stunde oder sowas rausholen kann, könnte das in Zukunft ein hervorragender Weg sein, um eben das wissenschaftliche Programm noch zu stärken und besser auszunutzen. Ja, es scheint ja, wenn Herr Maurer das außerhalb des Experiments sogar noch weiter betreibt, scheint es ja handhabbar zu sein. Aber so die Vorstellung vorher, als ich mit ihm darüber sprach, war für mich eher so ein Hu-Gefühl. Da war ich dann mal eben gespannt, ob es dazu schon was gibt. Aber dann schauen wir mal später, wie es da weiterläuft. Ja, da werden wir sicherlich erfahren, wenn es da Ergebnisse gibt. Spätestens beim Debriefing, wenn Matthias Maurer zurück ist, gibt es auch für alle Wissenschaftler so ein Debriefing, wo man so die ersten harten Fakten kriegt, wie es gelaufen ist, wie der Astronaut es empfunden hat. Und das ist ja hierbei gerade besonders wichtig, also weniger wie beim Beton oder bei anderen Sachen, bei Materialwissenschaft, sondern gerade die Dinge, die den Menschen direkt betreffen, wo er, sagen wir, auch ein Tragegefühl hat, wo er direkt sagen kann, na, das hat hier geziebt und das habe ich da bemerkt, ja, und hier hat's den Effekt gegeben und ich musste mich daran vielleicht erst gewöhnen, also so diese Eindrücke, wird's direkt nach der Mission geben. Dann haben wir Retina-Diagnostik gemacht. Durch den durch die Verschiebung des Flüssigkeitsspiegels im menschlichen Körper, in der Schwerelosigkeit, nämlich zur Körpermitte hin, steigt auch der Kopfinnendruck. Und der Kopfinnendruck, das drückt dann auf den Sehnerv und beeinträchtigt das Sehvermögen. Und das kann man anhand eines Retina-Scans, einer Retina-Untersuchung praktisch bemerken oder diagnostizieren. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen banal an, hat aber ganz heftige Auswirkungen, wenn ich dem nicht begegne. Durch den ständigen erhöhten Kopfinnendruck wird nämlich der Sehnerv geschädigt, wenn man dem nicht begegnet. Und die Nervenschädigung ist dann betrifft auch andere Nerven eben, ja. Das heißt, bei der ISS ist das noch nicht ganz so schlimm, weil nach einem halben Jahr das regeneriert sich wieder, aber wenn ich jetzt länger draußen bleibe im All oder vielleicht mal eine Mars-Mission mit mehr als einem Jahr Flugzeit habe und auch Rückflug, dann wird das kritisch, weil dann werden die Nerven der Astronauten oder Raumfahrer eben nachhaltig geschädigt. Und das kann eben so weit gehen, dass es nicht mehr reversibel ist.
Und das will man damit untersuchen. Und auch da sagen die Experten, auch an der menschliche Gesundheitszustand könne, wenn es entsprechende Algorithmen gibt, und die gibt es mittlerweile in der Entwicklung, dann kann man 60-70% des Gesundheitszustandes vielleicht an der Retina ablesen. Und das ist das Ziel. Und hierbei wird auch künstliche Intelligenz eingesetzt bei der Bildauswertung. Und also das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Dann haben wir die klassischen Geräte EML und PK4, die laufen. Ja, also auch da sind sehr, sehr viele Experimente und Versuche schon gelaufen. Dann habe ich gesehen, noch was Medizinisches, ein Bioprint, oder sprechen Sie es Bioprint? Ja, das ist egal, also Bioprint oder Bioprint First Aid, genau, das ist im Endeffekt, auf Deutsch gesagt, wir drucken uns da oben ein Pflaster, und das ist getestet worden. Das sind zwei flüssige Komponenten oder gelartige Komponenten, die dann praktisch mit einer Düse zusammengehen und dann auf einem Substrat aushärten, wenn man so will, es ist nicht künstliche Haut, aber das, sagen wir, die Vision geht in diese Richtung, wo man dann so eine Wundabdeckung vielleicht machen kann. Dort vor Ort, weil Pflaster und Kunststoffdinge, die altern ja, und ich sag mal, das kann man dann in situ und genauso groß, wie ich es brauche, dann ausbringen. Also das wäre die Vision dahinter. Das ist auch gelaufen, auch gut gelaufen. Ja, auch da werden die Ergebnisse dann nach der Mission bekannt gegeben. Dann habe ich gesehen, Astro-B-Roboter, da musste ich natürlich ein bisschen an Simon denken, aber das ist offenbar ein völlig anderes Team. Was machen diese Roboter? Die Astropi-Roboter, ja, die haben vielfältige Aufgaben. Das war ursprünglich, hat man so einen kleinen Rechner mit Schnittstellen und Leuchtfeld und auch Kamera. Seinerzeit haben das die Briten entwickelt für Tim Peake, für die Mission. Und er hat sich ganz gut etabliert. Er ist ja auch qualifiziert und das ist hauptsächlich für die Nachwuchsförderung entstanden, in erster Linie, dass Studenten Programmierwettbewerbe machen können, dass man, ich sag mal, mit einer kleinen Kamera bestimmte Sequenzen aufnehmen kann. Jetzt haben wir mittlerweile einen mit visuellen Kameras und einer mit einer Infrarotkamera. Und da kann man also bestimmte Programmierwettbewerbe machen auf dem Leuchtfeld auch kodierte Botschaften dann erzeugen. Der ist natürlich im Kommunikationsloop eingebunden und er wird auch diese Columbus KA-Band-Antenne ansteuern. Und damit kann man dann auch praktisch Botschaften Daten zur Erde schicken. Das verbreitert eben die Schnittstelle oder die Kommunikationsmöglichkeiten von Columbus auch für die Wissenschaft. Und da ist AstroPi eine Schnittstelle in der Kommunikation. Ja, ich meinte die Astro-B. Ich weiß nicht, wie man die spricht. Entschuldigung. Ja. Kein Astro-B. Problem. AstroPi hatte ich auch noch auf der Liste sowieso. Ja. Aber Astro-B, offenbar kleine, freifliegende Roboter, die einen kleinen Schwarm bilden können, wenn ich das richtig verstanden habe. Entschuldigung, ja, das habe ich falsch verstanden. Astro-B ist natürlich vom NASA Ames-Team und vom MIT sind das die kleinen würfelförmigen freifliegenden Roboter. Das sind sozusagen die Nachfolger der Spheres, diese Vielflächner, die bei Gerst auch noch oben waren, die dann auch Formationsflug gemacht haben, die über ein Handy gesteuert worden sind. Und die Astro-B ist jetzt sozusagen der Nachfolger. Das sind so kleine Würfel. Ungefähr 40 Zentimeter Kantenlänge. Auch Luft, also Propeller gesteuert. Die haben so eine Impeller-Turbine drin, die dann über verschiedene Düsen halt auch den Vortrieb erzeugen kann. Sie haben recht, die können Formationsflug machen. Die haben auch eine kleine Nutzlastbucht an Bord, wo sie andere Sachen aufnehmen können, Experimente unterstützen können und so weiter.
Und zukünftig sollen diese Astrobees auch in das Spacecraft-System eingreifen können. Also das heißt, die sollen ein Spacecraft auch kontrollieren können. Das hat ganz klare Ausrichtung Richtung das Lunar Gateway oder auch andere Missionen oder Stationen, die vielleicht nur zeitweise besetzt sind, wo man dann über die Robotik oder über solche Systeme das Raumschiff steuern kann oder zumindest eingreifen kann. Und das ist natürlich dann, geht in die Kategorie auch Simon. Simon ist noch nicht gelaufen. Wir müssen dort erst ein Software-Update fahren. Das hat bislang leider nicht so geklappt. Das ist jetzt auf März, Anfang März, also in der ersten Märzwoche wird das nachgeholt. Und Simon ist natürlich, sagen wir mal, von der Konfiguration anders wie Astrobee. Simon ist ein selbstständig fliegender, ein autonom fliegendes System, der im Endeffekt weiß, wo er ist. Er kann sich orientieren. Er hat andere Features wie die Astrobee zum Beispiel. Simon ist ja halb intelligent, sage ich mal, oder Augmented Reality. Das machen die anderen Systeme noch nicht. Simon kommuniziert mit dem Boden. Und die KI oder die künstliche Intelligenz, das Watson-System, ist am Boden. Also noch, ja. Sie hatten schon gesagt, Herr Maurer hat viel Spaß an seiner Arbeit. Gibt es etwas, was er besonders schätzt, wo Sie sagen, das ragt für ihn heraus? Ja, das ist natürlich all das, was er in seinem Studium gemacht hat. Also im Endeffekt, er ist ja Materialwissenschaftler. Und wir haben ja das Experiment Touching Surfaces da oben. Also das sind verschiedene Metallproben, die A, unterschiedliche Metalle sind und B, unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen. Und das Ziel ist es da, eben einmal die Woche drauf zu patchen oder drauf zu fassen und damit das gesamte mikrobiologische Spektrum, was auf den Handflächen ist, zu übertragen und zu gucken, wie entwickeln sich die Mikrobenkeime auf diesen Oberflächen. Also das Ziel ist biozide Oberflächen. Er hat da natürlich aus dem Saarland auch ähnlich strukturierte Löffel an Bord, mit denen gegessen wird, und da wird auch dann, die werden dann eingepackt und zurückgebracht und untersucht, wie sich da auf diesen Oberflächen das Spektrum entwickelt. Und da haben wir noch mehr. Wir haben Biofilms oben, das ist ein ESA-Experiment, wo diese Wissenschaftler auch beteiligt sind. Auch da geht es um Keime, um biologische Filme oder Biofilme sozusagen, verschiedene Spezies, die auf unterschiedlichen Flächen sich dann vermehren oder halt auch nicht vermehren. Und diese Sachen laufen da oben sehr, sehr gut. Und man kann schon sagen, das ist sicherlich ein wissenschaftlicher Schwerpunkt der Mission hier. Gibt es Dinge, wo Sie von Ihrer Position als DLR-Missionsleiter sagen würden, ja, oh, da ist etwas nicht so gelaufen wie gedacht, da mussten wir improvisieren? Muss ich gerade überlegen. Ja, das gibt's natürlich schon immer. Also improvisieren ist ja, das zeichnet ja eigentlich die Astronauten, Astronautinnen aus oder den Menschen im All aus, so muss ich es eigentlich verallgemeinern. Eine Maschine kann das nicht. Ja, auch wenn sie noch so gute Augmented Reality heute hat, noch sind wir nicht da. Improvisieren jeden Tag, würde ich sagen. Ein konkretes Experiment fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Wir haben gerade bei diesen Touching Surfaces, also da haben wir insoweit mal, wir haben ja auch ein Elektronenmikroskop da oben. Und das bietet sich natürlich an, und insofern hat man eine gewisse Improvisation gemacht. Oben, man hat eines dieser Plättchen mal aufgeschraubt und will das jetzt unter das Mikroskop da oben bringen. Und das war bislang nicht vorgesehen. Also das läuft noch, das bedeutet natürlich für uns eine Menge Dokumentationsaufwand, aber ja, das ist so eine Improvisation, und die müssen jeden Tag improvisieren. Wir
es fällt mir doch noch ein Beispiel ein, SpaceX 24 dockte einen Tag später ab und das war das Wochenende. Also dann mussten sie den Freitag eben frei machen, um dann Samstag noch kurz vor Abdocken die Bioproben einzupacken, die nämlich tiefgefroren waren. Und das sind Sachen, die kann man immer erst, ich sag mal, kurz vorher noch in die Kapsel laden, weil die ja sonst, die kann ich ja nicht auf dem Temperaturlevel die ganze Zeit lassen. Das heißt, die müssen also wirklich so dann konditioniert eingebracht werden, dass sie erst kurz vorher rübergehen und dann in die Kühleinheiten dort. Und dann am Boden werden die sofort ausgepackt nach Bergung und sofort in die Cold Storage gebracht und dann den Wissenschaftlern überstellt. Also solche Sachen. Also das passiert. Und die Verspätung des Abdockens war eben dadurch begründet, dann hat das Wetter auch mal wieder nicht mitgespielt für die Landung, ja. Wie geht's denn jetzt so in der nächsten Zeit weiter? Also ich habe gesehen, in der zweiten Märzhälfte gibt's wohl einen sogenannten Weltraumspaziergang, ein EVA mit Beteiligung von Herrn Maurer. Genau, also jetzt geht's erstmal weiter mit den restlichen Experimenten. Es kommen mit NG-17, der wird in der zweiten Februarhälfte oder Mitte Februar fliegen, der nächste Frachter. Da sind wieder ein paar Sachen an Bord, unter anderem eben auch nochmal neue USB-Sticks für Simon. Dann wird Simon in der ersten Märzwoche laufen und dann hatten wir ursprünglich gedacht, okay, es gibt einen russischen EVA, wo Maurer mit den europäischen Roboterarm ERA mit in Betrieb nimmt. Das ist aber jetzt verschoben, sondern der wird in der zweiten Aprilhälfte stattfinden. Das wird kurz vor seiner Rückkehr sein. Deswegen, Matthias ist ja für beide EVA-Bereiche qualifiziert, also sowohl das russische Segment als auch das westliche Segment. Und er ist jetzt eingeplant für den nächsten USOS-EVA, der wahrscheinlich 23. März, wissen wir noch nicht genau, kann sich noch ein paar Tage schieben, also am 23. März erstmal geplant. Und dort steht auf dem Programm einen der neuen Solargeneratoren auszubringen, den IRUSA. Das sind die kleineren neuen Solarzellen, die über den alten entfaltet werden, weil die alten ja doch schon viele Jahre auf dem Buckel haben und nicht mehr ganz so viel Strom bringen. Die werden aber weiter genutzt, also man hat dann im Endeffekt mehr Power und die wird auch gebraucht. Also man hat deutlich mehr Power, wenn das alles dann ausgerollt ist. Dann wird der Bartolomeo, die europäische Plattform, die von Airbus gebaut wurde, praktisch noch in Betrieb nehmen. Da fehlte noch ein Stecker, der hat Schwierigkeiten gemacht, den hat man jetzt ersetzt und der wird dann gesteckt und damit kann dann Bartolomeo hoffentlich in Betrieb gehen. Dort werden dann Außenexperimente laufen und so weiter. Und dann hat er verschiedene Arbeiten noch an den beiden Truss-Elementen, am P4-Truss und am S1-Truss. Also der kommt quasi über die gesamte Außenfläche der Raumstation einmal herum und da sind wir sehr gespannt. Das kann ich mir vorstellen. Zu Bartolomeo eben. Bartolomeo ist die externe Plattform, die man im Prinzip auch für kommerzielle Anwendungen, also Raum mieten kann. Habe ich das richtig? Ja, ganz genau. Bartolomeo ist im März 2020 erfolgreich gestartet worden, auch erfolgreich anmontiert worden. Und wie gesagt, da fehlt noch ein Connector, dann ist die Anschlussphase sozusagen komplett. Und dann können da Experimente draufgesetzt werden. Auch kommerziell kann das genutzt werden von Firmen oder Institutionen, die dann so einen Platz da mieten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und gerade im Außenbereich gibt es unheimlich viele Möglichkeiten für Forschung und für Dinge, die man sonst nirgendwo machen kann, auch nicht auf Satelliten. Also es bietet sehr, sehr guten Zugang durch die Schleusen, die oben sind im Kibo und auch bei Nanorex jetzt. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten in Zukunft.
Ja, die Zukunft, die habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Es gab dieser Tage die Meldung, dass die ISS wohl bis 2030 jetzt tatsächlich weiter betrieben werden soll. Wie sicher ist diese Aussage, die man dort in den Medien findet? Die ist sehr belastbar, würde ich sagen. Also die NASA hat das ja verlauten lassen. NASA-Chef Bill Nelson hat es gesagt. Es wird eine Transitions- oder Übergangsphase sicherlich geben, dass man beabsichtigt eben, das weiter zu kommerzialisieren. Das weiß im Moment noch nicht wirklich jemand, wie das alles richtig gehen kann, aber man versucht es. Und ein Element ist zum Beispiel das Axiom-Labor, was kommen soll in den nächsten 2 Jahren. Das wird ist also eine sehr große Laborkomplex oder Modul von der Firma Axiom, die dann auch private Missionen unterstützen wollen und wo man sich dann auch Forschungsplätze mieten kann. Also da sind wir sehr gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Privatisierung oder Kommerzialisierung da auch gibt in dem Bereich. Das ist zumindest der Plan, um die Institutionen und Agenturen zu entlasten finanziell für neue Vorhaben. Das bedeutet nicht, dass die aussteigen aus der Forschung im niederen Erdorbit und aus den Infrastrukturen, sondern man wird dann Richtung Post-ISS auch gehen. Auch das heißt wiederum nicht, dass die ISS dann nach 2030 nicht mehr existieren wird, sondern sie wird sicherlich so lange laufen, wie es irgend geht. Ja, erstmal noch institutionell oder agenturiell, aber dann zunehmend wahrscheinlich kommerzieller Natur. Und NASA hat sich klar geäußert, die Europäer, die haben ja alle 3 Jahre so eine Ministerratskonferenz, wo sie dann den nächsten Zeitraum finanzieren und auch programmatisch bedienen. Und das ist jetzt im November, Dezember dann der Fall in Europa. Wir werden da sicherlich auch dabei bleiben. Also das macht ja auch gar keinen Sinn, da auszusteigen, weil die Forschung brummt wie noch nie zuvor. Es werden Ergebnisse produziert und der Bedarf ist einfach auch gegeben, ja, gerade zu forschen in dem Bereich. Und Sie können auf der ISS eben Dinge tun, die Sie in keinem Labor der Erde machen können und auch nicht so einfach auf Satelliten. Der Zugang ist eingeschwungen und kostengünstig und einfach. Und mittlerweile sehen wir ja, wer da alles hinfliegt. Ja, also das ist ja ein Verkehrsaufkommen, das es so zuvor nie gegeben hat bei einer Raumstation. Und das macht hoffnungsfroh, sage ich jetzt einfach mal, macht Hoffnung auf die Zukunft. Und wenn Sie überlegen, so ein bisschen, wenn wir gerade Nischenprodukte, die wir jetzt erst erforschen, wenn wir die da oben, sagen wir mal, zunächst mal in kleiner Charge vielleicht produzieren können, ja, das hat doch einen riesen Effekt, ja. Also gerade in der Elektronik oder in der Medizin bestimmte Medikamente vielleicht, die wir auf der Erde gar nicht herstellen können, oder Produkte, die wir hier gar nicht produzieren können, das ist die Zukunft. Ja, und da wird eine Tür aufgestoßen, ganz, ganz klar. Und die Amerikaner gehen da halt sehr, sehr stark voran und das würde ich mir manchmal auch für Europa wünschen. Ja, also ich habe die letzten Jahre tatsächlich auch ein Gefühl von einem Aufbruch ins All, das ich eigentlich, ja, ich will nicht sagen vermisst habe, aber das schon irgendwie fehlte. Da sind zwar immer Dinge gelaufen, aber im Moment habe ich den Eindruck, da kommt immer mehr Fahrt auf und ich habe das Gefühl, wir schauen in eine ganz spannende Zukunft, was das Ganze angeht. Ja, absolut. Und gerade wenn wir Richtung Mond und Mars blicken, das gibt den Menschen einfach auch die Chance und die ich meine, unsere Erde ist leider halt hat begrenzte Ressourcen, begrenzten Platz. Wir müssen hier klarkommen, aber die Weltraumfahrt ist eben der einzige Bereich, wo die Menschheit noch wachsen kann, ja, und also im positiven Sinne. Und damit dann auch ein Rückfluss von Produkten und Ideen und auch Ergebnissen wieder auf die Erde zurückkommt, um eben hier praktisch die globalen Herausforderungen besser lösen zu können. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck. Und da bietet gerade die astronautische Raumfahrt unglaubliche Potenziale, die es zu nutzen gilt. Und da sind wir, also ich meine damit alle, da könnten wir durchaus mehr machen. Ja, also Raumfahrt
ist ja nicht ein Problem der Technik, sondern ein Problem erstmal des Willens und dann natürlich der Finanzierung. Klar, die sind natürlich auch überall begrenzt, das ist ganz klar, aber hier gilt es eigentlich, wenn ich persönlich das sagen darf, die Potenziale noch zu heben, die da sind, auf jeden Fall. Das kann ich nachvollziehen. Empfinde ich sehr ähnlich. Also, wenn mir im Bekanntenkreis jemand sagt, ja, die Raumfahrt ist so teuer, sollte man da nicht sparen und damit irgendwie auf der Erde die Welt retten, würde ich sagen, nachvollziehbarer Punkt, aber ich glaube, es gäbe dann Punkte, an denen man eher sparen kann. Und wenn da kein Potenzial mehr da ist, dann geht man an die Raumfahrt. Das ist eine interessante oder eine interessante Sicht, wenn man überlegt, dass uns das ganze Engagement in Deutschland auf der Raumstation mit allen Booten, Begleitprogrammen, mit Astronauten, mit Wissenschaft, das kostet pro Bundesbürger pro Jahr 2 Euro etwa. Also eine Tasse Kaffee. Und das ist extrem preiswert. Und wenn man überlegt, dass wir ja, indem wir Dinge bauen und Experimente betreiben, hier praktisch unsere Industrie beauftragen und Elemente, Module, Raumkapseln und so weiter, die werden ja gebaut. Das Geld wird ja hier auf der Erde ausgegeben und betreibt ja hier Wertschöpfung. Da leben Familien davon. Ja, das geht und das meiste geht in den Staatshaushalt in Form von Steuern und Abgaben zurück. Also insofern sind wir preiswert und haben ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, gerade auch in der astronautischen Raumfahrt. Die kann man noch verbessern, aber das ist eben ein Prozess, der bei den physikalischen Herausforderungen ins All zu fliegen eben nicht von heute auf morgen geht, sondern ein paar Jahre braucht. Und da sind wir auf gutem Wege und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Zukunft noch sehr, sehr viel stärker und noch sehr, sehr viel mehr den Mut haben, einfach Dinge zu tun, Risiken auch einzugehen, um dann den Gewinn einzufahren. Weil ohne Risiko geht es nicht. Und je höher das Risiko, desto höher der Gewinn. Und das haben wir bei vielen Experimentideen gemerkt, unter anderem bei Simon. Das hat einen unglaublichen Impact und auch Anwendungspotenzial. Und das gilt es zu heben. Das lasse ich als Schlusswort einfach mal so stehen. Ich wünsche Ihnen, Matthias Maurer, der ganzen Mission weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Bis irgendwie 2. Aprilhälfte, Sie sagten 26. April, könnte Schluss sein, aber bis dahin ist ja noch einiges an Zeit und ich hoffe, da passieren noch viele spannende Dinge, über die wir hier erzählen können. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Volker Schmidt vom DLR. Dankeschön. Mehr von der Mission Cosmic Kiss kann man schon am 14. Februar 2022 erleben. Da gibt es einen Amateurfunk-Call mit Matthias Maurer im Rahmen von ARIS. ARIS bedeutet Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation. Im Rahmen des Calls werden Fragen von SchülerInnen und StudentInnen gestellt. Der Call wird live gestreamt, den Link dazu gibt's in den Shownotes. Auf Distanz ganz nah. Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, da geht's einmal ganz kurz um den Podcast selber. Dieses Mal habe ich aber gar nicht so viel zu berichten. Das ist aber auch nicht wirklich verwunderlich, denn die letzte Episode ist ja jetzt noch nicht wirklich lange her. Dabei bleibt es hoffentlich auch in der nächsten Zeit. Das Gespräch zum Satellitenintegral ist nämlich schon aufgezeichnet. Am 14. Februar werde ich beim gerade schon erwähnten ARIS-Call in Aachen dabei sein und hoffentlich auch ein paar Eindrücke sammeln können, so dass da am Schluss dann hoffentlich auch eine Episode bei herauskommt. Dann geht es nun mit der Arbeit an einer Episode weiter, die seit dem Herbst ein bisschen stockte. Da war noch ein bisschen Organisatorisches zu klären, aber da geht es jetzt voran. Wenn die dann erscheint, werden wir dann 50 Jahre zurück in die Raumfahrtgeschichte schauen. Für den März ist außerdem eine Episode zum James Webb Space Teleskop geplant, an der arbeite ich auch schon. Also, es passieren Dinge und ich freue mich sehr darüber und die nächsten Episoden sind gesichert. Beim nächsten Mal geht es, wie erwähnt, um den ESA-Satelliten Integral. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.